Ich war wie Sie. Sie arbeiten hart und tun, was man ihnen sagt. Und das Leben, was gibt es ihnen dafür? Eine große Portion Schande mit Scheiße als Beilage. Sie haben was Besseres verdient. Jede Person in Amerika ist entweder ein Macher oder ein Schwacher. Ein Macher oder ein Schwacher. Und wenn ich Ihnen heute eins beibringen möchte, eine Sache, die Sie mit nach Hause nehmen können, dann wird es Folgendes sein. Seien Sie kein Schwacher, seien Sie ein Macher. Ich hatte eine Frau und zwei wunderschöne Töchter. Eine perfekte Partnerin. Gott sei Dank habe ich mich scheiden lassen, denn jetzt habe ich 7 hübsche Hühner, unter denen ich wählen kann. Oh mein Gott. Der Kerl versteht mich. Das ist ganz einfach. Ich weiß nicht, warum Gott uns 10 Finger gegeben hat, denn wir werden nur 3 davon brauchen. Setzen Sie sich ein Ziel und machen Sie einen Plan. Und kommen Sie mit Ihrem Arsch hoch. Was für einer sind Sie, Playboy? Wer, ich? Nein, der andere, der auf Ihrem Platz sitzt. Na, kommen Sie schon, was sind Sie? Ich bin ein Macher. Ist das eine Frage? Ich bin ein Macher. Was ist heute, Valentinstag? Schreien Sie es raus, als wollten Sie es jagen, häuten und seinen Schädel an die Wand nageln! Ich bin ein Macher! Was? Ich bin ein Macher! Ja! Von allen wählte er mich aus und gab mir eine Gratisstunde. Er wird stolz auf mich sein. Stich hätte eine Kamera. Okay, schaff die Schlampen auf das Boot, wir müssen los. Schaff die Schlampen auf das Boot, wir müssen los! Ich bin ein Macher mit einem 3-Finger-Plan. Finger 1, finde einen Kerl mit Geld. Finger 2, mach, dass er dir alles gibt, was er hat. Finger 3, mach Amerika zu einem besseren Ort und gib dem Kerl keinen Hinweis darauf, wer ihm das angetan haben könnte. Ist das dein Ernst? Ja. Für mich klingt das nach richtiger Gangster-Scheiße. Warum willst du das tun? Du spielst nicht in ihrer Liga, Bruder. Wow. Adrian, du bist unglaublich, verdammt nochmal. Du kommst hier rein, hast 28% Körperfett, willst 6. Die gebe ich dir. Du willst 2? Die werde ich dir auch geben. Du hast es verdient. Du willst ein Denkmal physischer Perfektion sein? Du willst ein Schrein sein? Auch das wirst du kriegen. Du wolltest doch Geld machen. Aber du hast keinen Cent in der Tasche. Soll es so weitergehen? Wann hast du das letzte Mal deine Miete pünktlich bezahlt? Wann hast du das letzte Mal eine dralle Schlampe zum Essen ausgeführt und nicht befürchtet, dass sie noch einen Nachtisch bestellt? Du liebst doch die drallen Weiber. Und die mögen das Essen gern, ist in Ordnung. Das ist wichtig. Aber ewig pleite zu sein, das muss mal aufhören, Mann. Du brauchst die Kohle, die zu diesem Körper passt, Mann. Thank you.